Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Heute mit etwas, was ich noch nie gemacht habe, nämlich ein Shoutcast. Von StarCraft 2, wie man hier eigentlich unschwer erkennen sollte. Zumindest denke ich das. Also ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich denke es einfach. Spielen tut Tarsen als Terraner und Socke, der deutsche Protoss-Spieler auf der Map Scrap Station. Und ja, ich bin kein StarCraft-Pro, ich will dieses Spiel trotzdem shortcasten, ob ihr wollt oder nicht. Ich bin eben ein Arschloch. Und ja, ich habe einige Shortcasts gesehen und dachte mir, hey, das macht doch sicher Spaß, probier's auch mal. Und da ich gerade irgendwie keine große Lust zum Let's Playen habe und an meinen Hörbüchern zu arbeiten, werde ich jetzt mal shoutcasten. Die Probe von Socke geht erstmal scouten. Diese Map wurde übrigens, also beziehungsweise dieses Spiel fand beim Go4ST2-Cup statt, wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann und das hier ist eine ältere Version von StarCraft, also nicht die momentane Patch-Version, sondern dieses Spiel hat vorher stattgefunden, wo Terra noch overpowered war. Ja, Chrono Boost geht hier bei Socke ganz steif auf die Economy, steif, und der Pylon steht schon. Hier wird bereits die, beziehungsweise was heißt das schon überhaupt, hier wird auf jeden Fall die Barracks zusammengeschraubt und ein Gas wird direkt in Beschlag genommen. Jetzt kommt aber erst der Warp-Knoten bei Socke, das heißt etwas verspätet, wobei 15 geht eigentlich, frühes Gas auch bei Socke. Ja, die Probe geht scouten fröhlich. Tarsten hat noch gar nicht gescoutet, wenn ich mich nicht irre. Erweiter Chrono Boost Stufe auf die Economy. Gut, er hat nichts Großartiges anderes, wo er irgendwo momentan drauf verwenden könnte. Wieder ein Pylon steht. Assimilator ist fertig. Warpknoten ist auch demnächst am Start. Und hier kommt bald der erste Marine schon raus. Während Socke noch nichts hat. Aber demnächst, und dann kommt wahrscheinlich auch gleich der erste Berzi. Komm, sei brav, Socke. Nein, lieber erstmal Assimilator und Pylon. Er lässt sich wirklich Zeit. Jetzt wird die Probe fröhlich gejagt. Sehr geschickt im Fog versteckt, dass der Marine ihn nicht mehr sieht und denkt, er wäre abgehauen. Und gleich wieder zum Scouten geschickt. Hier ist jetzt übrigens der erste Berzi auf dem Weg. Wird nicht gechrono-boostet, sondern weiter auf die Economy. Cybernetics War kommt jetzt. Fabrik im Bau bei Tarsen. Und hier oben ist zweite Gas. Das hat sich Socke schon längst gesichert gehabt. Hat also wohl eher vor, einen gaslastigen Bild einzuschlagen. Zum Beispiel Raumportal oder Immos oder... ja, Stalker oder was auch immer. Sentries brauchen auch Gas, genau. Hier haben ja die Marines eine hübsche Formation angenommen, wie man sieht. Warum, weiß ich nicht, aber sie haben es halt gemacht, um die Probe zu ärgern. Wobei, die ist jetzt, glaube ich, eh schon down. Arbeiter sieht 22 zu 19 aus, also Socke momentan vorne, was aber wegen dem Chrono Boost kein Wunder ist. Allerdings hat Tarsen hier dafür halt die Mulis. Muli Calldown, der, und die sind nicht schlecht, die bauen einiges ab. Ja, jetzt wird der WBF auf der Seite hier gekillt. Und ja, weiter Chrono Boost auf stumpf auf die Economy. Also noch nicht viele Units draußen. Würde Tarsen pushen, beziehungsweise hätte er momentan überhaupt das Material zum Pushen, dann würde es schon schlecht aussehen. Aber er geht auf Marines und Siege Tank, so wie es aussieht. Und hier der Hetzer fröhlich am Start, läuft durch die Gegend, bereits ein Kill auf dem Konto, das war der unschuldige WBF von vorhin. Der arme, 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 läuft hier wieder geschickt durch den Fog in der Erwartung, dass hier vielleicht irgendwo Units vorbeikommen. Und wird direkt vom Panzer zurückgedrängt, mit dem will er sich lieber nicht anlegen, ist auch eine unkluge Idee. Man sieht schon, wie grimmig die gucken. Und hier seine Antwort darauf, mehr Gates. Mehr Gates sind mehr Gates. Und Echse. Sehr geschickt, sehr schön. Hier wird noch wieder ein WWF verarztet. Und noch eine Robo-Facility. Okay. Ja, das würde auch erklären, wieso das frühe Gas. Aber dann hätte er die auch schneller bauen können. Aber er will wohl schnell was bereit haben für den Fall, dass hier der Contain kommt mit den Siege-Tanks. Will er jetzt doch lieber schnell Einheiten pumpen.
Und Emos sind natürlich gegen Siege Tanks keine schlechte Wahl. Kann man durchaus spielen. Also Emos, Immortals. Hier kommt der Slide zu der Echse. Sehr schön. Massive Probes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 14. Ja, 14 Stück. Direkt rüber geslidet. Robo Facility ist fertig und direkt ein Beobachter, um ein bisschen zu scouten, ohne direkt entdeckt zu werden. Hier, ein halber Wall-In, könnte man sagen, einfach ein Depot dahingestellt, damit die nicht so über die breite Fläche kommen können. Siege Mode ist bereits ready. Sehr schön. Moment, ich habe mir extra aufgeschrieben, welches welcher Hotkey ist, damit ich da oben nicht wegklicken muss. Aber ich kann das noch nicht so gut. Produktion, ja, da wollte ich hin. Keine Upgrades im Bau, aber dafür eine weitere Barracks für Tarsten am Start. Wird hier gerade zusammengeschraubt. Und ein Raven kommt. Sehr interessant. Raven sieht man nicht allzu häufig. Hier hingegen wird der erste Immo gestartet. Und ja, supply-technisch sieht es momentan so aus, dass Socke vorne liegt. Allerdings nur knapp, also so arg viel ist es nicht. Braucht aber dringend weitere Pylonen, habe ich das Gefühl. Hat noch keinen gesetzt, noch keinen zusätzlichen. Schmiede jetzt am Start, das heißt, jetzt wird er wohl demnächst Upgrades pumpen wollen. Hier kommt noch unten Safety Depot hin. Einfach nur, um ein bisschen zu gucken, um die Vision zu gewähren für die Siege Tanks. Die hier allerdings auch nicht so arg viel haben, aber für die Bersen reicht, sagen wir mal so. Während Socke sich hier fröhlich an die Steine macht, er will wohl die Echse hier frühzeitig crushen, beziehungsweise er denkt wahrscheinlich, dass da eine Echse ist. Wissen tut das nicht sicher, aber es wäre auf jeden Fall eine logische Schlussfolgerung und da hat er ja auch durchaus recht. Aber Tarsten sollte das natürlich bemerken, dass hier die Steine am wegknuspern sind. Und reagiert auch dementsprechend, indem er hier mit Versorgungsdepot erstmal ein bisschen dicht macht, seine Units sofort wegzieht, beziehungsweise einen Teil davon, ein paar hat auch vergessen, oder er will es meinen, nicht ganz aufhören. Und hier stehen die Siege Tanks dann schon bereit und hauen hier ein bisschen rein. Allerdings ein bisschen out of position, er hätte sie weiter vorne hinstellen können. Aber egal, die brauchen ja auch ein bisschen zum Aufsiegen, ein bisschen Zeit. Socke zieht sich hier auf jeden Fall erstmal zurück, will sich dann doch nicht gleich mit der ganzen Armee von Tarsten anlegen, was auch eine vernünftige Entscheidung wäre, denn das wäre momentan pures Glück und Makro gewesen. Man kann den Gegner dann auch lieber ein bisschen anknuspern, um ihn die Nerv zu rauben. Das funktioniert auch gut. Momentan schon eine stattliche Armee auf beiden Seiten vorhanden, also 6 Belagerungspanzer, 23 Space Marines und ein Raven. Und auf der Gegenseite 2 Berserker, 2 Immos, 7 Hetzer und 2 Sentries. Es sind natürlich deutlich weniger Einheiten, allerdings sind die Einheiten, die Socke hier hat, ja auch kostenintensiver. Beziehungsweise nicht ganz, aber supply-intensiver auf jeden Fall. So ein Immo hat, glaube ich, 4 Supply, was der kostet, kann das sein? Ja, 4 Supply, ich habe tatsächlich recht, ausnahmsweise mal. Factory ist am Fliegen, wird anscheinend nicht mehr gebraucht und hier ist die Choke erstmal ziemlich dicht. Socke steht da, kümmert sich um sein Makro-Game und setzt hier unten, hat schon die Expansion fertig, um genau zu sein. Ja, sehr schön und der Slide kommt auch schon. Damit kann man was anfangen. Die Expansion hier unten zu nehmen ist natürlich sehr geschickt. Zum einen ist die Gold-Expansion und da kriegt man durchs Minen dann mehr Gold. Assimilierter Turm schon am Start und Photonenkanone und was weiß ich. Also er hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Außerdem ist der Vorteil, hier unten wird selten gescoutet. Zum einen kann er sich hier auch jederzeit den Svelnaga Watchtower hier unten sichern. Und zum anderen, der kürzeste Weg, den die Einheiten gehen können, wenn die Rocks noch da sind, also die Steine oben, ist eben hier entlang zur gegnerischen Basis. Ansonsten sind hier oben halt die Steine und die werden in der Regel nicht allzu schnell weggemacht. Außer man will pushen, so wie Tarsten jetzt anscheinend will. Aber der Berzi sollte das sehen. Er stürzt sich auch direkt ins Getümmel. Der wurde von Socke sticht und ergreifend da vergessen und jetzt hat er halt die Quittung dafür bekommen. Allerdings, ein Berzi fällt jetzt nicht so schwer ins Gewicht. Aber er sollte den Braten gerochen haben und er riecht ihn auch und geht direkt oben in Position, weil er weiß, hier kommt demnächst wohl der Push.
Und ja, Tarsten pusht weiter. Theoretisch hätte er jetzt natürlich, da der Bär sie ihn entdeckt hat, antäuschen können und unten rumgehen, aber ich bin Starcraft-Noob, also was soll's. Er wird schon wissen, was er tut. Das wäre halt die Art, wie ich es gemacht hätte. Dann unten entlang und hier die Echse crushen, aber von der weiß er ja momentan noch gar nichts. Der denkt wahrscheinlich, die Einheiten standen da nur rum, um die Xelna Watchtower zu sichern, wenn er überhaupt wusste, dass da unten was steht. Roid Race jetzt am Start. Am Anfang ziemlich schwach, bis die dann halt erstmal mit den Strahl richtig losgegrüstet haben und der wird nämlich immer stärker. Aber Mars Marines am Start und man sieht schon, ein bisschen Fokusfeuer hat gereicht, beziehungsweise überhaupt nur ein bisschen Feuer da drauf. Und schon ist der erste Phasenblätter so gut wie down. Aber die knuspern jetzt hier fröhlich in die Siege Tanks rein, die absolut wehrlos dagegen sind. Und da droppt das Supply aber heftigst. Autsch, 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 autsch. Aber bei Locken droppt es in gleichem Maße. Das ist amüsant. Beziehungsweise bei Socke jetzt noch etwas mehr. Durch die Medivex halt und die Void Race sind einfach downgehauen worden durch Focus Fire. Hier oben geht Socke schon in Stellung und erwartet demnächst, dass der Push weitergeht. Hat momentan auch nicht so große Möglichkeiten auszugleichen. Aber das hier muss er definitiv verhindern. Hier sind noch gut Minerals. Die Echse sollte er auf jeden Fall behalten. Und er geht auch direkt runter mit allem, was er hat, was nicht besonders viel ist. Und haut hier direkt rein mit dem Phasengleiter auf, also den Void Ray. Aber das macht ein bisschen Fokus auf die Medivacs und geht down. Keine Chance gehabt. Auch das hier wird es wohl nicht schaffen. Vier Marines reichen da locker aus. Vor allem, wenn da auch noch Medivac dabei ist. Und jetzt warpt Socke weiteres Supply rein. Will sich das nicht wohl nicht länger gefallen lassen, aber Stalker sind keine dabei. Dafür wieder ein Phasengleiter. Der reicht locker aus, um sich gegen die Lufteinheiten eigentlich zu kümmern. Außer so, was kommt? Vikings am Start für Tarsten. Ups, ich bin auf Pause gekommen. Ja, aber Socke bringt seinerseits die Carrier am Start und das Templar-Archiv, will wohl Templar und Carrier miteinander verbinden, was merkwürdig ist, aber funktioniert. Und ja, hier Force Fields gesetzt, die naja, einfach nur den Weg etwas verlängert haben für die Einheiten. Wenn die Carrier erstmal draußen sind, dann hat Tarsten es nicht mehr so leicht, allerdings hat er ja Vikings am Start und die sind gegen Carrier wieder das perfekte Mittel, könnte man sagen. Und Tarsten baut hier auf fröhliche Weite sein Zeug ab. Also hier ist schon Mind Out so gut wie. Und er sollte sich zeitnah um eine Echse kümmern. Und das tut er auch gerade. Allerdings an seiner Stelle hätte ich die eigentlich schon früher gemacht. Es ging halt viel Zeug für den Push drauf. Also viel Mineralien, um den Push zu halten, um die Campaign voranzutreiben. Daher die Echsen erst zu spät, während Socke hier eben schon an drei Echsen ist und eine davon ist die Gold und die Gold ist eben Gold wert, könnte man sagen. Das ist übel. Ja, erster Archon schon drin. Also Archon wird in der Regel nur dann geworfen, wenn die Templer out of energy sind und man gerade in Bedrängnis ist. Blocken nämlich ganz gut Schaden. Teilen auch aus, allerdings gehen die meistens zu schnell down. Weil dann eben doch das Fokusfeuer, ich meine, in der Regel macht man es nur, wenn es bedrängend ist, also von daher ist schon klar. Und hier die Träger jetzt am Start gegen die Marodeure natürlich gut, sehr gut, da die absolut nicht in die Luft schießen können. Und Tarsten muss ja auch seinen Contain abbrechen, vergisst hier noch ein Medivac, das da fröhlich rumsteht. Das wird es wohl nicht schaffen gegen die Carrier. Ja, verschwendet Minerals. Ja, er bricht auf jeden Fall seinen Contain ab und will sich hier erstmal seine Echse sichern. Ja, der Pylon muss auch noch down gehen. Socke will pushen mit 5 Persen? Ja, nicht. Wäre auch unklug. Also, sondern bringt lieber etwas mehr Supply ran. Was auch die richtige Entscheidung ist, er sollte sich jetzt erstmal wieder aufbauen. Und ja, Tarsten weiß hier unten immer noch nichts von. Oder? Tarsten? Doch, er weiß es inzwischen. Er hat es inzwischen gescoutet, aber er macht nichts dagegen. Er macht nichts dagegen. Ah, jetzt hat er es vor. Jetzt will er sich die Goldechse schnappen, beziehungsweise er will sie crushen. Oder auch doch nicht. Na, denn da kommt schon das Supply von Socke an und will hier fröhlich reinschnitzeln. Zieht seinen eigenen Bersen in seinen Storm. Allerdings ist es jetzt nicht so schlimm gewesen, der war schon fast vorbei.
Socke seinerseits ist hier fröhlich dabei, die Exit zu crushen. Die wird allerdings von 3 Milliarden STPs repariert, wie man hier sieht. Denn Thorsten darf diese Echse auf keinen Fall verlieren und das weiß er auch ganz genau. Ja, Socke verliert hier alles in Supply. Da hier oben ja Mind Out ist, also hier sind noch, wow, 115 Minerals. Und hier unten reicht es auch nicht mehr so arg lang. Das heißt, er braucht diese Echse auf jeden Fall, um sich erstmal über Wasser zu halten. Und dann sollte er zeitnah eigentlich hier unten oder hier oben exen. Eher hier unten, weil da oben ist so nah an Socke. Und ja, jetzt nimmt er sich aber tatsächlich vor, die Gold-Echse zu crushen. Die Einheiten schon hart angestimmt. Allerdings ist hier nichts Großartiges zu verteidigen da. Wobei, jetzt hat Socke hier Supply ans Start gebracht. Und Thorsten zieht sich instant wieder zurück, seine Einheiten total overstimmt. Ist auch die richtige Entscheidung. Wenn da ein Storm reingeht, dann fliegt hier die halbe Armee aus den Adiletten. Aber hier oben hat er schon wieder Neues am Start. Aber ich weiß nicht, ob es so klug ist, die ganze Zeit Marodeure zu pumpen. Ich meine, klar, die fangen den Schaden der Storms besser ab als Marines. Aber können eben nicht in die Luft schießen. Und wie wir sehen, Socke hört nicht auf, Carrier zu pumpen. Und da, aber er hat ja auch Vikings am Start, das muss man dazu sagen. Allerdings, Vikings, ja, sind sehr gut gegen er, aber ich würde mich nicht nur darauf verlassen. Vor allem, wenn hier unten dann nur Marodeure rumstehen. Aber momentan läuft er mit dieser Strategie ja noch recht gut. Socke hat hier oben versucht, eine Exit zu setzen, die wurde aber instant denied. Auch noch sehr übel, er konnte es nicht, er hat es nicht rechtzeitig abgebrochen, hat also die Minerals direkt verloren. Ja, sieht momentan nicht allzu gut aus für Socke. Wir sehen hier auch lediglich 5 Bersen, 1 Immortal, 2, 4 Stalker und 6 Temps. Das ist nicht viel. Während, ja, hier erstmal ein Load-In kommt und 24 Marodeure am Start sind. 3 Vikings, reicht um die 2 Carrier platt zu machen, eigentlich. 9 Marines und 6 Medivacs. Also, da hat, Socke momentan nicht so den Vorteil, aber jetzt sind seine Träger auch fertig. Also kann er mal schauen, ob da was geht. Vor allem hat er ja auch 6 Temps und wenn da Storms richtig sitzen, dann kann es schon richtig gehen. Hier auf jeden Fall heftiger Kampf. Hier unten auch. Die Echse wird auf jeden Fall erstmal weggezogen werden müssen. Was dafür sorgt, dass natürlich so gut wie kein Income mehr bei Thorsten da ist, da 48 Minuten, ja, Witz im Vergleich zu dem, was Socke kriegt. Hier oben ja parallel der Go und der wird aber recht gut von den Carriern denied, natürlich. Ich meine, Marodeure können ja nicht in die Luft schießen. Also Socke hat oben jetzt gewonnen und hier unten hat er immerhin dafür gesorgt, dass Thorsten sich zurückziehen müsste, könnte man sagen. Und wir dürfen gespannt sein. Jetzt kommt nochmal ein Go. Socke hat kaum Supply, kaum was am Start. Thorsten hat da deutlich mehr, beziehungsweise jetzt nicht mehr, jetzt überhaupt nicht mehr, jetzt schon gar nicht mehr. Ach du meine Fresse, die Storms saßen einfach brillant. Und da muss Thorsten auch GG sagen, er verlässt das Spiel, er hat verloren. Wow, das war ein heftiger Kampf hier auf Scrap Station. Also Die Storms, die saßen einfach unglaublich geil. Das war das, was Socke den Arsch gerettet hatte, weil mit dem wenigen Supply wäre gegen Mass-Marodeure eigentlich nicht angekommen. Vor allem, da die Stalker gegen Marodeure sowieso instant aus den Socken fliegen. Aber die Marodeure, ja, er hatte keine großartige Wahl. Er musste sich hier hinziehen, kam da ein Storm hin, hier hinziehen, Storm, hier hinziehen, Storm, hier hinziehen, Storm. Und irgendwann waren die halt alle down. Es waren, glaube ich, 6 Temps, die da waren. Jetzt sind es nur noch 3. Da und alle so ziemlich out of energy. Der eine hätte fast schon wieder für den nächsten Storm gehabt. Aber Thorsten hat hier seine Armee verloren. Das sehen wir auch im Einheiten-Tab. Nur noch ein Marine da und 2 Marauder, während hier noch Carrier am Start ist zum Beispiel. Und 6 Temps, immer noch. Da sind keine gestorben anscheinend. Also, er hatte keine Chance mehr. Vor allem, da seine Echse hier nicht nur denied wurde, sondern sie ist auch noch abgebrannt in der Luft. Er hat sie nicht rechtzeitig repairen können. Ist abgebrannt. Hier unten sind ja nur noch ein Furz voll Mineralien. Er hätte gar nicht mehr die Mineralien zusammenbekommen, um seine Armee zu versorgen und um noch eine Echse hochzuziehen. Das war dann das GG. Thorsten hatte keine Chance mehr. Socke hat gut gespielt. Beide haben eigentlich gut gespielt. Und ja, das war mein erster Shoutcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Blindspectator war für euer Mikrofon und seid gnädig mit mir. Ciao!